Sehr geehrte Funktionäre, zuständige Vorstände und Mitglieder des österreichischen und deutschen Alpenvereins. Heute möchte ich mich mit diesem Brief direkt und unmittelbar an Sie alle wenden. Ich bitte Sie, alle diese Anliegen bis zum Schluss zu verfolgen, damit Sie auch ein klares Bild davon haben. Mein Name ist Sebastian Lobinger. Ich betreibe die Alpenakademie als kostenloses, auf Spendenbasis finanziertes Projekt, um die Allgemeinheit dabei zu unterstützen, sicherer, effizienter und mit mehr Wissen in den Bergen unterwegs zu sein. Das alles beinhaltet viele Themengebiete. Jedoch begrenzen sich meine Möglichkeiten eben auf den angesprochenen Rahmen. Ich kann nur als Hilfe zur Seite stehen, jedoch nicht aktiv in das Geschehen eingreifen. Ich kann die Gedanken, die Emotionen und die Handlungen der Millionen Bergsteigerinnen und Bergsteiger beeinflussen, jedoch nicht das, was eben jene in den Bergen vorfinden. Eine Saison voller schöner Momente für viele Bergsteigerinnen und Bergsteiger im Bergland geht nun mit den Winterpausen der meisten Hütten im Hoch- und Mittelgebirge zu Ende. Unter anderem sind das Hütten diverser alpiner Vereine, die jedes Jahr viele tausende Menschen beherbergen, ihnen eine warme Mahlzeit anbieten und ihnen das Erlebnis in den Bergen erleichtern oder verbessern sollen. Dieser Anspruch ist löblich und die Geschichte der Hütten im Hochgebirge ist eine lange und traditionsreiche. Ich bin mir sicher, dass viele Ihrer Funktionäre den Ursprung der Beherbergung in den Alpen kennen und die dementsprechende historische Aufgabe. Doch für die wenigen unter Ihnen, die eventuell uninformiert sein könnten, hier eine kurze Erklärung. Die Schutzhütten in den Alpen dienten ursprünglich als Zufluchtsort für durchreisende Arbeiter. Selten gab es Gastwirte, Betreiber und Co. Sie wurden im Sinne der Allgemeinheit aufgestellt, um Durchreisenden, Hirten, Jäger und Co. bei Wetterumschwüngen eine möglichst sichere und trockene Unterkunft zu bieten. Ohne Luxus, ohne Bett, ohne jeglichen Komfort, lediglich dem Überleben gewidmet. Um Menschen einen sicheren Platz in einer unsicheren Umgebung bieten zu können. Erst später, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, haben sich Schutzhütten als Unterschlupf für Bergsteiger etabliert. Hier ging es um die wenigen Erstbesteiger, die damals einen Zufluchtsort für lange Zu- und Abstiege benötigten. Auch zu diesem Zeitpunkt waren die Hütten auf ein Minimum an Komfort und Ausstattung beschränkt. Dennoch haben viele Bergsteiger nur aufgrund dieser schlichten Schutzhütten eine Besteigung erst in Betracht ziehen können. Berghütten oder auch Schutzhütten sind nicht einfach ein Haus, das irgendwo herumsteht. Es ist ein Gebäude, stets mit Geschichte, mit Tradition und mit Sinn erfüllt. Über die letzten 100 Jahre hat sich hier aber definitiv sehr viel verändert. Denn wie Sie sicher mitbekommen haben, wurden wir Menschen in den Bergen immer mehr. Wir sehen es an der Zahl der Tourismusbranche, den Zahlen ihrer Mitglieder und nicht zuletzt an den Zahlen der Hüttennächtigungen. Und mit diesen Veränderungen mussten sich die Hütten über die Jahrzehnte an die neuen Gegebenheiten anpassen. Und nicht nur die Hütten, sondern auch sie. Sie mussten wichtige Entscheidungen fällen. Denn die meisten Hütten, um genau zu sein, viele Hunderte unter dem DAV und dem ÖAV, sind von ihren Entscheidungen, ihren Beschlüssen und ihren Maßnahmen maßgeblich betroffen. Sie haben in den letzten Jahrzehnten ihre Aufgabe als Dachorganisation vieler kleiner Dächer verstreut über die gesamten Ostalpen nicht nur erfüllt, sondern sie sind mit der Absicht der Umsatzmaximierung an die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts herangetreten. Dies möchte ich Ihnen nicht zum Vorwurf machen, da es letztlich auch den verdienten Erfolg Ihrer beiden Vereine auszeichnet, auf der einen Seite Betreuung der Gäste, auf der anderen Seite die wirtschaftliche Habenseite zu observieren. Doch wie Sie wohl wissen, haben diese Veränderungen, die Sie wohl letztlich als notwendig erachtet haben, auch eine Kehrseite, eine andere Seite der Medaille oder wie auch immer man es nennen möchte. Sie haben mit den Veränderungen viel Platz und Planungssicherheit für Gäste und Wirte geschaffen, haben jedoch gleichzeitig, und das bestimmt vollkommen ungewollt, jene Menschen verdrängt, die der Stützpfeiler des Alpinismus im 20. Jahrhundert war. Denn die Alpen haben sich in den letzten 70 Jahren nicht verändert. Doch die Besucher haben es. Und das hängt maßgeblich mit ihren Entscheidungen bezüglich der Bewirtung der Menschen in den Bergen zusammen, ob sie es glauben oder nicht. Die Situation heute ist keine, die die Bergsteiger der alten Schule noch kennen. Keine, die sich in meinen jungen Jahren noch kennenlernen durften. Und auch damit auch der Grund, warum sich die Gäste ihrer Hütte verändert haben. Und mit ihnen auch die Berglandschaft. Heute ist es notwendig, immer stets viele Wochen im Voraus zu reservieren, wenn man am Wochenende anreisen möchte und an den beliebten Zielen auch für Tage unter der Woche.
das Wetter gut ist oder nicht, weiß man natürlich nicht. Aber man ist gezwungen, so weit im Voraus zu reservieren, dass es sich ohnehin nicht abschätzen ließe. Ein spontanes Bergsteigen wurde zum großen Teil unmöglich. Und selbst eine frühe Ankunft auf einer Hütte ist kein Garant für einen Schlafplatz. Was wurde aus den gemütlichen, aber geschützten Nächten auf der, oder ungemütlichen, aber geschützten Nächten auf der Bank in der Gaststube? Was wurde aus den spontanen Besuchen, die ein kurzes Wetterfenster für großartige alpinistische Leistungen nutzen wollten? All das haben Sie und die zuständigen Hüttenwirte irgendwann erkannt, sodass allen die Stornierungen bei Schlechtwetter zum Verhängnis wurden. Doch hier liegt ein Betrug gegenüber der Allgemeinheit vor. Wenn man einen Blick in die Vergangenheit wagen möchte, früher, als es nicht notwendig war, zu reservieren, als es viel Platz für Gelegenheitsbergsteiger und spontane Alpinisten gab, da die Reservierungsquoten sehr gering waren, da kamen diese Menschen eben auch nicht, wenn das Wetter nicht für sie sprach. Somit stand die Hütte ebenso leer. Heute ist das anders, denn heute will man an den Menschen verdienen, ob sie kommen oder nicht. Daher wurden Stornierungsgebühren eingeführt und Anzahlungspflichten auf manchen Hütten zum üblichen Prozess einer Reservierung. Statt einem freundlichen "Wir freuen uns auf euch", hören wir nun ein "Ich brauche noch die Kreditkartendaten". Viele Menschen möchten nicht für 4 Personen reservieren und bei Schlechtwetter diesen Betrag dann auch noch bezahlen müssen. Sie kommen also obgleich des schlechten Wetters. Eine Gefahr, die man natürlich einfach auf die Gäste abwälzen kann. Jedoch wären sie nicht gekommen und hätten sich auch nicht in Gefahr gebracht, wenn die Umstände die gleichen gewesen wären wie vor 20 Jahren auf den gleichen Hütten. Vor 20 Jahren wollte kein Hüttenwirt, dass man bei Unwetter zu seiner Hütte aufsteigt. Heute kann es ihm egal sein. Schließlich verdient er oftmals so oder so und spart sich im Idealfall sogar die Arbeit. Auch Sie verdienen daran. Wir haben heute keine spontane Bergsteigerkultur mehr und wir haben auch keine Verständniskultur für Umstände, die wir Menschen nicht beeinflussen können. Doch das war eben vor 15 Jahren und in all den Jahren davor noch ganz anders. Die Organisation hinter den Schutzhütten hat sich also drastisch verändert und hat eine neue Klientel angezogen und eine alte ganz von selbst abgestoßen. Ein Fakt, den Sie auch nicht bestreiten können. Er ist belegbar mit unzähligen Stimmen, die sich immer wieder ob der negativen Veränderungen erheben. Doch nicht nur in der Organisation, sondern auch ganzheitlich haben sich die Hünden eben verändert. Ich werfe Ihnen das nicht vor, dass dies vollständig Ihre Verantwortung ist, doch ich behaupte, dass Sie hier einen maßgeblichen Einfluss auf die Hütten haben oder haben könnten. Fakt ist, dass Hütten von den Übernachtungen allein nicht leben können, da hier die alpinen Vereine, egal welche, sehr viel mitverdienen und mit den Hütten und Tarifordnungen sehr enge Vorgaben durchsetzen. So kommt es immer öfter dazu, dass eine Halbpension auf einer Hütte verpflichtend wird, damit der Hüttenwirt überhaupt noch eine Existenzgrundlage hat. Ein Schicksal, das nicht im Sinne des Hüttenwirts ist und auch nicht im Sinne der Gäste, die lieber 5 Euro fürs Bett mehr bezahlen würden, aber eigentlich kein Frühstück oder Abendessen brauchen, da sie vielleicht bald wieder aufbrechen wollen. In wessen Sinne ist dieses Schicksal dann? Ich verstehe es persönlich nicht, doch auch abseits von Speis und Trank hat sich in den letzten Jahren viel auf den höchsten Unterkünften Österreichs verändert. Nicht zuletzt durch die weltweit um sich schlagende Covid-19-Pandemie. Sie hat auch in Österreichs Bergtourismus eine Schneise des Chaos hinterlassen und wird wohl noch lange ein Gesprächsthema am Stammtisch eben jener Hütten sein, die sich sehr stark an diese Pandemie anpassen mussten. Sie wurden gezwungen, unter immer neuen Auflagen zu arbeiten, wenn sie denn überhaupt arbeiten durften. Ein organisatorisches Zickzack, welches eine politische Überforderung, aber auch einen stimmlosen Alpenverein als gemeinsamen Ursprung hat. Denn bereits im April 2021 bestätigte das Bundesinstitut für Risikobewertung in Deutschland, dass es keinerlei belastbare Daten für die Übertragung des Virus über kontaminierte Gegenstände gäbe. Doch Decken gibt es auf den Hütten bis heute keine. Absurd, da man gerade diese ja auch nach der Nutzung kurz auslüften könnte und damit sogar das offenbar nicht vorhandene Risiko nochmal deutlich geringer würde. Ich möchte nicht mit dem Finger auf Sie oder die politischen Entscheidungsträger zeigen. Ich möchte absurde Umstände aufzeigen, die nach einem Monat Pandemie völlig normal wären, nach 2 Jahren aber nicht mehr. Es gibt keinen Schuldigen an solchen Umständen, doch es gibt Leidtragende. Und das sind die Gäste, die sich teuer einen Schlafsack kaufen müssen, um einen Platz auf einer Schutzhütte zu bekommen. Das sind Gäste, die einen Schlafsack hochtragen müssen. Das sind Gäste, die einen neuen Rucksack brauchen, um ihren Schlafsack auch irgendwo unterbringen zu können.
Sie als Alpenvereine sind nicht für die Pandemie verantwortlich, keinesfalls. Aber sie sind als Institution der Berge maßgeblich für den Umgang mit dieser in eben jenem Gebiet verantwortlich. Sie haben als größter Naturverein im deutschsprachigen Raum durchaus die Macht und den Einfluss, auch in politischen Entscheidungen. Also sollten Sie auch dementsprechend handeln. Wissen Sie, ich habe noch so viel zu sagen. Ich habe noch so viele Gefühle gegenüber den Entwicklungen der letzten Jahre, vor allem im Zusammenhang mit diesem Verein, mit der Struktur, mit der Organisation und mit all den Problemen der Alpen, die nie angesprochen wurden und bis jetzt immer ignoriert wurden. Ich habe so viele Zahlen, Daten, Fakten und vor allem Erzählungen verzweifelter Ex-Wirte, die mich berührten, bestürzten und ärgerten. Kein einziger Gedanke und keine einzige Stimme ist nicht in irgendeiner Weise festgehalten worden und ich möchte an dieser Stelle versprechen, dass es eine Abrechnung geben wird. Mit all den Problemen, die nicht gelöst werden, mit all den Versprechungen, die nicht umgesetzt wurden, mit all den Menschen, die sie zurückgelassen haben. Eine Abrechnung, die in schriftlicher Form ihre gesamte Existenz im 21. Jahrhundert, so wie sie jetzt ist, in Frage stellen wird. Das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen. Doch ich möchte an dieser Stelle auch konstruktiv sein. Ich möchte nicht nur kritisieren, ich möchte nicht nur destriktiv auf einen Ist-Zustand hinweisen, denn ich möchte mir hinterher nicht den Vorwurf gefallen lassen, dass ich doch selbst keine Vorschläge habe, um die Situation in den Bergen zu verbessern. Dass ich doch selbst keine Vorschläge habe, um irgendwas an den Hütten zu verbessern. Denn es gibt Lösungen und mit denen möchte ich mich, wie bisher in diesem Brief, ganz direkt an Sie, liebe alpine Vereine, ÖTK, Naturfreunde und Co. richten. Setzen Sie sie um und Sie werden sehen, dass das Bild in den Bergen wieder deutlich durchmischter sein wird. Wieder deutlich mehr unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Beweggründe unterwegs sein werden und viele zurückkehren werden, die sich vor langer Zeit abwenden mussten, weil für sie kein Platz mehr war. Das Problem der Hotels. Hören Sie auf, Hütten dazu zu drängen, zu einem Spa, Resort oder Hotel umzubauen oder umzustellen. Schutzhütten waren noch nie ein Hotel und sollten es auch nicht werden, denn Hütten waren stets eine günstige Möglichkeit, vor allem einfach einen Schutz für die Nacht zu haben. Überlassen Sie den Wellnessurlaub den Bauernhöfen, Hotels und Co. im Tal. Die Menschen können jederzeit heraufwandern und wieder hinunterwandern. Wir müssen die Ansprüche der Schickeria nicht auf den Berg hinauftragen und dort erfüllen. Die Menschen überleben auch ohne Après-Ski, ohne Sauna und ohne WLAN. Ich glaube fest daran. Gleichzeitig müssen Sie auch solche eigenständigen Entwicklungen verhindern. Verhindern Sie auf Hütten eine Zweiklassengesellschaft. Verhindern Sie, dass jene, die keine Reservierung haben, wie Dreck behandelt werden. Verhindern Sie, dass man einen Unterschied zwischen Halbpension und Nächtigung macht. Und verhindern Sie, dass all das, diese Unterschiede, signifikant steigen und wachsen. All das haben Sie, liebe alpinen Vereine, mehr oder weniger selbst in der Hand. Denn die Hüttenwirte agieren zwar eigenständig, aber immer noch sind sie eben der vorhin genannte Dachverband dieser vielen Dächer. Sie können sich hier nicht aus der Verantwortung reden. Jeder Gast, der eine günstige Schutzhütte sucht und nur eine Halbpension-Resort zu lächerlichen Preisen findet, wird nicht nur an die alten Zeiten und an die Hütte denken, sondern auch an sie und an den Alpenverein. Das Problem der Reservierung. Führen Sie ein, dass Hüttenschlafplätze bei einer Hütte mit weniger als 100 Schlafplätzen nur noch bis zu 70% reserviert werden dürfen. Bei Hütten mit mehr als 100 Schlafplätzen nur 75%. So bleibt immer noch zumindest ein wenig Platz für die spontanen Gäste, die sich kurzfristig ein Zeitfenster freischaufeln konnten. Schließlich handelt es sich hierbei meist um Menschen aus der Region oder um Einheimische. So verliert die Region nicht den Kontakt zu den Menschen oben in den Hütten und zu den Wirten. Alle haben wieder die Möglichkeit, wieder ein wenig näher zusammenzurücken und daran wird sicher niemand sterben. Es geht um Gemeinschaft und Einigkeit. Das Problem der Stornierung. Verbieten Sie diese Vorgehensweisen für Reservierungen, die früher als 5 Tage vor Übernachtung getätigt werden, wenn die Witterungsbedingungen gegen eine Bergtour sprechen. Hier kann man klare Richtlinien und Vorgaben einführen und diese dann offen gegenüber den Wirten und Gästen kommunizieren und durchsetzen. Sie haben die Macht und das Durchsetzungsvermögen, so eine Regelung einzuführen. Die Hüttenwirte sollten kein Geld verdienen, weil jemand nicht kommt. Das Argument, dass jemand anderem dafür der Hüttenplatz weggenommen wird, stimmt so schlichtweg nicht.
da bei einer Schlechtwetterfront dieser Hüttenplatz ohnehin nicht besetzt würde. Stornogebühren können grundsätzlich bleiben. Wenn jemand grundlos nicht auftaucht oder einfach spaßeshalber 10 Hütten reserviert und sich dann mit dem besten Wetter nimmt. Wenn man Stornogebühren aber an Witterungsbedingungen koppeln würde, bleiben jene in der Pflicht, die einfach so nicht kommen. Aber man schützt gleichzeitig die, die sich sonst vielleicht für eine verschwendete Nächtigung in Gefahr begeben könnten. Das Problem der Pandemie. Hören Sie auf, Richtlinien und politische Entscheidungen abzunicken, nur weil Sie politisch auf der gleichen Wellenlänge schwimmen. Sie sind ein Verein und damit der Vertreter von Millionen Menschen. Erfüllen Sie Ihre Aufgabe und setzen Sie sich für die Bedürfnisse und Interessen Ihrer Beitragszahler ein. Die Faktenlage würde Sie dabei nämlich sogar unterstützen. Dabei ist es vollkommen egal, von welcher Maßnahme man spricht. Es geht um eine grundlegende Interessensvertretung, welche hier ausbleibt. Maßnahmen sind in einer Zeit der Pandemie absolut essentiell, um die Gesundheit aller zu schützen. Jedoch sollten es meiner Meinung nach nur Maßnahmen sein, die wissenschaftlich belastbare Ansätze verfolgen und keine Blindgänger der Planlosigkeit sind. Das Problem der Wirte. Ein Hüttenwirt kann sich preislich kaum einen Spielraum bei den Nächtigungen erlauben. Das fordert, dass Menschen mit wenig Budget trotzdem einen Schlafplatz erhalten können. Das ist ein löblicher Ansatz. Dieser funktioniert jedoch in Kombination mit all den eben genannten Baustellen nicht. Deshalb sollte man eine Regelung finden, bei der ein Hüttenwirt eventuell mehr für die Nächtigung verlangen kann, aber diese Differenz zum heutigen Tarif zu 100%, also vollständig als Umsatz, an den Wirten persönlich geht. Denn dann fällt die Notwendigkeit der Hüttenwirte weg, zwangsweise Halbpensionen und Ähnliches zu verkaufen, da er auch von Nächtigungen allein vielleicht wieder leben könnte. Wir reden hier schließlich nicht von 1000% Preissteigerung pro Nächtigung, sondern vielleicht von 20%. Die sich hier wahrscheinlich und hoffentlich ein jeder leisten kann und dem Hüttenwirt mehr Handlungsspielraum in der wirtschaftlichen Planung schaffen würde. Die Reservierungen begrenzen, den Ausbau der Luxushütten beschränken, eine Pandemie an den Fakten und Maßnahmen bewerten, die Menschen, die die Hütten besuchen, verstehen und da abholen, wo sie stehen und die Wirte so zu unterstützen, dass sie auch ohne unglaublichen Mehraufwand und schlecht bezahlte Aushilfen aus Drittstaaten überleben könnten. All das sind Ihre Aufgaben und Ihre Verantwortlichkeiten. Stellen Sie sich diesen Herausforderungen und bringen Sie Novellen auf den Weg, die diese Probleme wirklich in Angriff nehmen. Sie haben sich lange genug im Ruhm des Massentourismus und der Umsatzmaximierung sonnen können. Nun ist es Zeit, an die Arbeit zu gehen. Ich könnte an dieser Stelle unzählige Belege anführen für all die Probleme, die ich in diesem Brief formuliert habe. Aber jene, die mir nicht glauben, werden auch für Belege ihre Ausreden finden und der Rest wird genau wissen, wovon ich rede und selbst schon sehr klar gesehen haben, dass meine Angaben hier keine Fantasie, sondern die Praxis in weiten Teilen des touristisch erschlossenen Alpinismus sind. Doch zum Schluss möchte ich noch ein Beispiel dafür geben, wie sich Schutzhütten auch durch Sie, sehr geehrter Alpenverein und all die anderen alpinen Vereine, verändert haben. Denn das Folgende wäre vor 20 Jahren wohl noch ein schlechter Scherz und eine Frechheit sondergleichen gewesen. Der Hüttenwirt des Matrashaus am Hochkönig gibt folgende absichtliche und bewusste Maßnahmen an, wenn man ohne Reservierung erscheint. Ich zitiere jetzt. Er überlebt, aber auch nicht mehr. Es gibt keinen Komfort, das bedeutet keine Bewirtung in der Gaststube, der Notfall bleibt im Winterraum. Gegen das Verdursten gibt's Wasser, keinen Alkohol. Gegen das Verhungern Suppe, aber nicht mehr. Er schläft im Winterraum, dort gibt es Decken. Man erfriert nicht, aber gemütlich ist anders. Es ist leicht, die Notwendigkeit einer solchen Drohung einfach den Gästen zuzuschreiben. Damit macht man es sich nämlich sehr einfach. Und gewiss, die Gäste haben sich durch den Umschwung von Alpinismus auf Tourismus jedenfalls verändert und das nicht immer nur zum Guten. Aber die Hütten profitieren eben auch von dieser Veränderung dementsprechend. Profit auf der einen Seite und Drohungen auf der anderen. Sie haben es in der Hand. Sie als Funktionäre und Verantwortliche aller alpinen Vereine, nicht nur des Alpenvereins, aber vor allem haben Sie es in der Hand, solche Entwicklungen zu verhindern, positivere Ansätze und ein offeneres Miteinander in den Bergen wieder durchzusetzen. Aber passieren kann das nur, wenn man nicht die Augen verschließt und sich mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts jetzt beschäftigt. Denn die Zukunft, in der die Touristen die Berge entdecken, die ist jetzt. Deshalb erfüllen Sie bitte Ihre Aufgabe. Übernehmen Sie Verantwortung und verzichten Sie bitte auf billige leere Phrasen und Floskeln als Erklärungsversuche, warum das Leben in den Bergen heute so ist, wie es ist. Denn diese findet man oft
als offizielle Stellungnahmen zuhauf. Und sie sind immer genauso leer wie auch traurig und beschämend. Als Bergsteiger der alten Schule, als traditionsbewusster Bergsteiger und als Alpinisten wollen wir keine Stehsätze. Wir wollen keine Stellungnahmen und wir wollen keine Erklärungen. Wir wollen Veränderungen und Handlungen. Nutzen Sie die Winterpause, um das zu überdenken und endlich Ihrer Aufgabe gerecht zu werden.